Jo Leute, was geht ab? Apropos Stopp. Ah, ich hab die Brille vergessen. Das knacke Kevin! Okay, okay. Welche Linie? Nach der Runde auf der Rookie Downhill sind wir nochmal nach ganz oben, um anschließend auf die 99 Jumpline zu wechseln. Die 99 Jumpline war eine der Lines, wo ich dachte, dass ich die niemals fahren werde. Ich kannte die Videos aus dem Internet und dachte mir, okay, so etwas werde ich niemals fahren. Auf dem Transferstück über die Rookie Downhill war ich schon saumäßig nervös. Denn ich wusste, jetzt geht's wirklich auf die Line und ich fahre hier ein paar Leuten hinterher, die wesentlich besser springen und auch schneller fahren als ich. Und ich dachte mir, hey, ich fühle mich eigentlich gut, ich probiere das Ganze jetzt heute einfach mal aus. Alter. Ja, ja. Alter, Falter. Zu diesem Zeitpunkt war mein Akku schon echt richtig leer und ich bin schon Sprünge gesprungen, die ich mir eigentlich für den Urlaub gar nicht vorgenommen hatte. Es war gerade mal Tag 3 und ich dachte mir, hey, lass es mal ruhig angehen. Okay.
Und an diesem Punkt war ich einfach nur happy. Ich habe es tatsächlich geschafft und bin hier ein paar Sprünge gesprungen, die außerhalb meiner Komfortzone lagen. Und ich hatte schon sozusagen abgeschlossen mit der Line. Ich sage euch eins, am Ende dieser Line war ich sowas von Adrenalin geladen. Meine Hände haben gezittert und wir mussten erstmal eine kleine Pause einlegen und sind was essen und trinken gegangen. Dass ich so eine Line jemals irgendwie fahren werde, hätte ich bis heute niemals gedacht. Und ich bin wirklich, wirklich happy, dass das so gut funktioniert hat an diesem Tag. Nach dieser Abfahrt von der 99 Jumpline war ich echt ziemlich, ziemlich fertig. Wir haben uns dann erstmal auf eine Alm gesetzt, ein bisschen was gesnackt und getrunken und haben dann die letzte Abfahrt in Richtung Tal in Angriff genommen. Dass das Ganze dann auf einer blauen Line tatsächlich noch mit einem Sturz endet, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ich war zwar schon recht müde und platt, aber ich habe wirklich langsam und easy gemacht und hätte nicht gedacht, dass es mich dann noch kurz umhaut. An dem einen oder anderen Moment habe ich schon gemerkt, dass irgendwie die Körperspannung nicht mehr so richtig am Start war und echt die Kraft langsam nachließ. Das alles waren schon Warnsignale für den später folgenden Sturz. Shit. Ja, alles gut, glaube ich. Ich bin irgendwie in der Kurve. Zu weit oben, ne? Ja, ich glaube auf dem Stein. Oh. Ja, ich muss nur kurz. Oh. Einfach im Anleger. Ja. Und gut auf den Kopf geknallt. Oh. Letzte Abfahrt, ne? Ja, Mann. Klar.
Ja, habe ich ja. Deswegen fahren wir ja blau. Aber ganz dummer Fahrfehler. Ich weiß. Einfach weggerutscht, ja. Gleich mal das Bike checken, ob da alles okay ist. Ganz komischer Fahrfehler. Ah. Ich hatte das Gefühl, das Schaltauge hat irgendwas. Aber ich glaube, ist alles okay. Ja, speichern kann man schon wieder nachziehen am Urlaub, ey. Aber meine Bremse hat gut einen abbekommen. Und die Gabel hier oben. Nee, es hat halt einfach nur, ich habe mich echt gewundert so, weil ich lag schon und dann hat es mich noch gekickt irgendwie. Diese plötzlichen Unfälle, wo du mit rechnest, die man ja. Sonst bin ich halt einfach nur hier auf die Schulter drauf. Ein Sturz mit dabei, meine Schulter ist ein bisschen auf. Aber sonst scheint alles okay zu sein. Bike hat die Gabel oben was abbekommen, aber zum Glück nicht an den Tauchrohren, sondern nur oben. Ja. Wir sind angekommen und zwar im Mike Hotel. Hier waren wir letztes Jahr auch schon zu Gast und dieses Jahr sind wir wieder hier. Wir haben es geschafft. Es war jetzt anstrengend nach dem Biken, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der letzte kleine Sturz war natürlich brutal unnötig, müssen wir nicht drüber reden. Ich weiß noch gar nicht, was da passiert. Ich bin sehr gespannt, wenn ich die GoPro-Aufnahmen sehe, was da überhaupt passiert ist. Abschließendes Fazit zu Schladming und der Region dort. Auf jeden Fall geil. Für mich ist Schladming so ein bisschen so wie Leogang, so in die Richtung vom Feeling her. Für mich jetzt so ein Ding ist, wenn ich da jetzt mit Familie und so hingehen würde oder mit vielen Leuten, die auch irgendwie noch vollblutige Anfänger sind, dann ist Schladming, glaube ich, schnell langweilig, weil man halt einfach nur so diese Flowlines hat und dann diese eine Flowline hat und dann ist eigentlich Feierabend. Am Wochenende jetzt, sonntags, ging es eigentlich voll klar. Ich dachte, das wäre viel voller. Ich hatte richtig Angst bekommen schon. Allerdings durch die Reiteralm direkt um die Ecke, wo wirklich für jedermann was dabei ist, ist die Region auf jeden Fall wieder interessanter für mich. Was ich mir dort wünschen würde, wäre so eine Joker-Card, wie hier in Saalbach, wo man einfach zweimal am Tag irgendwie hochfahren kann, weil ich glaube, dass ich mit so zwei Abfahrten pro Tag da fast schon happy wäre. Und ja, also das ist halt so eine Sache, ne? Man kauft sich da dann so ein Ticket für ja, 50 Euro Tageskarte und ist eigentlich relativ schnell platt. Ich war am Ende jetzt echt fertig und ich denke, deswegen ist auch einfach der Sturz passiert. Irgendein dummer Fehler, der einem passiert, wenn man müde wird und platt ist. Nichtsdestotrotz hat es mega Bock gemacht. Auch vor allem mit den ganzen Leuten, mit denen wir jetzt da waren. Das war einfach übelst cool. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich freue mich schon, wenn die jetzt alle am Mittwoch auch nach Saalbach kommen, weil dann geht, die kommen Dienstag nach Saalbach, Mittwoch fahren wir den ersten Tag zusammen, dann geht das ganze Spektakel weiter sozusagen. Leider ist die Mandy nicht mehr dabei, da ist auch die Michi bestimmt ein bisschen traurig, ne? Bist ein bisschen traurig, dass Mandy nicht mehr dabei ist? Ja. Ja. Das hat mit der Mandy sehr viel Spaß gemacht, weil wir waren auch Capra-Schwestern. Ja. Mandy ist einfach genauso cool wie ich. Ja, ich bin auch immer noch sauer, dass der Thomas das Norco verkauft hat, dass wir keine Norco-Brüder mehr sind. Ja, das macht so viel aus. Also mit dem Specialized tröst du zwar ein bisschen, aber Norco ist halt... Ja. Ja, das macht schon viel aus. Ja. Naja, Thomas, es soll ein neues Aurum kommen, ne? Und fährst das Cupra jetzt auch schon lange. Ich finde, da kann auch mal wieder was Neues, oder? Ja, also so alle zwei Monate sollte... Ich finde, wenn der neues Aurum rauskommt, dann holen Thomas und ich uns das. Was sagst du denn zum Thema Schladming? Wie ich die Strecken fand? Wie fandst du den Ort? Wie fandst du alles so?
Ich fand Schladming cool. Es hat mir viel Spaß gemacht. So ein kleines, süßes Städtchen mit einem kleinen Zentrum und einer Fußgängerzone und einer coolen Stimmung. Ja, die Strecken sind alle cool. Am besten hat mir die Rookie Downhill gefallen. Die fand ich richtig cool. Ja, das war's. Und das Hotel war auch mega gut. Das Essen war traumhaft. Ich war einfach ein Fan von dem Essen. Ich habe da Essen gegessen, das habe ich vorher noch nie gegessen. Aber es war alles so lecker. Ja, wenn ihr auf jeden Fall einfach auch nicht jetzt, wenn ihr jetzt zum Beispiel schon in Schladming irgendwie wohnt oder so und ein Hotel habt, dann geht mal im Brunner Restaurant essen und bestellt einen lieben Gruß von uns. Und yes, ich würde sagen, wir gehen essen jetzt, ne? Ja, ich habe Hunger. Genau, wir gehen jetzt in Saalbach essen. Jetzt ist nämlich gesunde Ernährung wieder vorbei für uns. Das heißt, wir werden wieder zu unseren alten, ungesunden Lifestyle führen. Aber für mich startet nach dem Urlaub eine Diät und da nehme ich euch auch so ein bisschen mit. Wird bestimmt lustig. Abonnieren, kommentieren und ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.